einen grünen Daumen, um einen Garten anzulegen. Was aber, wenn man, wie im nächsten Film, einen Garten aus dem Nichts aufbaut und am Ende 3000 unterschiedliche Pflanzenarten betreut, davon alleine 200 Rosensorten samt der vermutlich ältesten, nämlich ägyptischen Sorte überhaupt, 40 Bambusarten, aber auch Bäume, Kakteen und vieles andere mehr. Da kommen Sie mit einem grünen Daumen nicht mehr hin. Sie brauchen noch einen grünen Verstand und wie in jedem zukünftigen Paradies auch viel Fantasie. Der Landstrich zwischen Brandenburg und Sachsen ist eine verlassene Gegend. Man könnte auch sagen, pure Pampa. Und dann mittendrin, wie ein Wunder, ein kleines Paradies. Der Pfarrgarten von Sachsdorf. Und sie sind die Schöpfer. Der Pfarrer Karl-Heinz Zahn und sein Lebensgefährte Hans-Peter Bethke. Gärtner aus Leidenschaft, Restaurator und Maler von Beruf. Ich habe immer schon Gärten angelegt. Das ist eine Sache, die ist einfach im Blut. Und da kann man nicht sagen, das macht man irgendwie so als Job oder nicht als Job. Das ist einfach drin. Und so ist es auch mit Malen. Also ich habe immer gesagt, wenn ich nicht malen kann, dann kann ich auch nicht gärtnern. Ja, das gehört zusammen. Und so ist der Pfarrgarten auch ein gigantisches Kunstwerk auf 10.000 Quadratmetern. 3000 Arten und Sorten wachsen hier rund ums Jahr. Höhepunkt ist die Rosenblüte im Juni. Jetzt zeigen sich schon die ersten Königinnen. Ein Ort zum Staunen und zum Philosophieren. Es ist natürlich ein Stückchen menschliches Paradies. Und der Begriff kommt ja aus der Bibel, von den ersten Seiten der Bibel, wo ein Garten angelegt wird und in dem Garten herrscht Frieden. Und dann werden die Adam und Eva ausgetrieben aus dem Paradies und sind schutzlos ausgeliefert. Und jeder Garten, der angelegt wird, ist ein Stück Verwirklichung der Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies. Doch der Weg zu diesem Paradies war nicht einfach. In den 60er Jahren, als der Pfarrer und der Maler von Halle nach Sachsdorf kamen, stand hier kaum eine Pflanze, kaum ein Baum. Die heutige Pracht wurde mühsam und ohne Fördergelder angepflanzt, aus botanischen Gärten geholt.